Heute steht das Schönramer Hell auf dem Programm. Ein Bier aus einer Brauerei, die ich schon lange versuche, hier ein bisschen mehr auf den Kanal zu bringen. Heute ist das Helle dran oder das Grüne oder das 1718er. Ich glaube, das Bier hat mehrere Namen. Wir klären das alles, wenn ihr dran bleibt. Hey, super, dass ihr weiter mit dabei seid und damit herzlich willkommen zu einem neuen Biervideo. Ihr wisst immer, wenn ihr auf Biervideos steht, dann solltet ihr da unten ein Abo lösen und vielleicht auch einen Daumen hoch fürs Video da lassen. Ich sage danke für euren Support und freue mich, dass ich heute mal wieder ein Bier aus der Schönramer Brauerei präsentieren kann. Es ist ja eine Brauerei, wo ich mich auch immer wieder freue, wenn von euch Tipps kommen. Und gerade bei der Schönramer Brauerei war es immer ein bisschen ein Problem, weil ich die Biere hier in Wien gerade auch im Lockdown relativ schwer bekommen habe. Und jetzt ist mir die Beer Tasting Club Monatsbox zu Hilfe gekommen. Das Pilz hatte ich schon, jetzt kommt das Helle. Und so schaut das Ganze in der ganzen Pracht aus. Und ich habe mir sagen lassen, dass dieses Bier auch das Grüne genannt wird. Oder das Krämer, weiß nicht, wie man das lokal ausspricht. Oder das 1718er, weil es offensichtlich aus dem Jahr ist. Und da gibt es, glaube ich, noch eine ganze Menge andere Spitznamen, die dieses Bier hat. Und das zeigt ja schon, wie sehr dieses Bier dann wirklich in der Region dann verwurzelt ist. Gar nicht so weit weg, habe ich mir sagen lassen, von Obertrum, wo ich gewesen bin, um den Biersommelier zu machen. Da habe ich gesagt, naja, das sind jetzt nur 3-4 Kilometer. Blöderweise war die Grenze dazwischen und Corona, da konnten wir nicht rüberfahren. Ist die Hauptsorte der Brauerei und ja, ist wie ein Münchner Hell, nur ein bisschen hopfenbetonter, ein bisschen kräftiger. Zumindest steht das auf der Homepage. Da habe ich eben nachgeschaut. Was haben wir über technische Daten zu sagen? 5,0 Volumenprozent Alkohol, 11,8 Plato und 18 Bittereinheiten. Also da sind wir sehr gemäßigt unterwegs und das klingt wirklich wie ein Zischbier für den Feierabend. Und das wäre jetzt tatsächlich nicht so das Schlechteste. Und da freue ich mich dann schon auch ein wenig drauf. Hat 2020, 2017, 2011 beim European Beer Star Gold gewonnen. Was 2019 los war, weiß ich nicht. Da hat es nur Bronze gegeben. Man muss ja sagen, das ist ja schon, auch Bronze ist ja ein Riesenerfolg bei diesem großen internationalen Wettbewerb. Ist jetzt aber, wenn ich das mir jetzt hier anschaue, das ist wirklich sehr hell, das Bier. Auch wenn man das mit anderen klassischen Hellen vergleicht. Brauerei sagt, sie haben offene Gärung, aber daran kann die helle Farbe natürlich eher nicht liegen. Schön glanzfeines, hellgelbes Bier, obendrauf ein schöner schneeweißer Schaum. Jetzt nicht so die ganz feine Pore, oder doch? Doch, das war nur vom Einschenken. Sonst ist das und zieht eine schöne Gardine. Ich habe jetzt wieder zu viel eingeschenkt, ich weiß. Aber man sieht das und auch die Trübung jetzt kommt eher dadurch, dass das Glas gerade ein bisschen beschlagen ist. So, dann lassen wir mal die Nase reden. Genau. Das ist so leicht strohig, das, was ja zur Farbe ein bisschen passen würde. Süßlich, grasig, bisschen Zitrus. Ja, das spricht alles für ein richtig gutes Helles und wenn das auch so ist, dann soll es jetzt so kommen. Cheers! Jawohl, das kann ich bestätigen. Ein richtig schönes, trinkbares Bier, meine Herren. Heieieiei. Also das ist, da kann man schon sagen, Abteilung super süffig. Wenig Trinkwiderstand. Richtig schön weich, obwohl es tatsächlich deutlich hopfenbetonter ist. Es ist ein schöner, kräftiger, grasiger Hopfen drin. Aber auch, und das möchte man fast nicht glauben bei dieser doch hellen Farbe, es ist ein schöner, stabiler Malzkörper auch noch dagegen. Schön vollmundig, zitrusig. So eine ganz leichte, subtile, bittere. Wir haben 18 Bittereinheiten und die, würde ich sagen, kann man auch gut und gerne unterschreiben. So in dem Spektrum spielt es sich dann auch gefühlsmäßig ab.
Also minimal brotige Noten, die dem Ganzen komischerweise nochmal so einen richtigen, schönen, kräftigen Push auf der Malzseite geben und auf der anderen Seite, wie gesagt, dieses grasig, hopfige, herb und dann dezent bittere. Also die Freunde von der Schönramer Brauerei sind dann doch sehr weit gestreut. Es gibt relativ viele, die mir diese Biere immer wieder empfehlen. Und wie gesagt, wenn ihr Lust habt, mir euer Lieblingsbier oder ein Lieblingsbier zu empfehlen, was noch nicht hier am Kanal war, dann immer her damit. In letzter Zeit häufen sich allerdings Biere, wo ich sage, die hatte ich schon mal, wenn es auch lang her ist. Aber manchmal ist es ja auch tatsächlich ein guter Grund, ein Bier nochmal sich anzuschauen. Wie schmeckt es dann 3 Jahre später, wenn man vielleicht auch seinen persönlichen Geschmack wieder ein bisschen verändert. Ich habe das neulich auch gehabt, habe ein Bier getrunken, auch hier am Kanal. Ihr wisst wahrscheinlich, über welches ich jetzt rede. Hatte ich fürchterliche Abneigung gegen dieses Bier, habe das mal wieder draufgebracht. Muss sagen, ist nicht zu meinem Lieblingsbier geworden, aber ich habe doch so gewisse Vorurteile gegen das Bier revidiert und muss sagen, ja, so rückblickend betrachtet, so schlecht ist es dann doch nicht gewesen. Es ist vielleicht nicht mein Geschmack, aber trotzdem gutes Bier. Also, und das Schönramer hier auf jeden Fall hervorragend und sagen wir, Gold beim European Beer Star gewinnst du halt auch nicht ebenso mit irgendwas. Schön schlankes Bier, richtig schöne, kräftige Karbonisierung, richtig knackig auch von der Textur her. Das ist so ein Bier, das wird hinten raus auch ein bisschen trockener, bleibt aber trotzdem mit so einer süßlichen Note hängen und brotige Noten, da kommt vielleicht eben auch diese Süße her, aber das knackt so richtig im Gebälk, ist ein richtig schön cooles Bier. Und wie gesagt, diese European Beer Stars kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Deshalb auch für das Schönramer Hell von ProbierTV gibt es für dieses Bier 4,5 Punkte für das Schönramer Hell. Und dann soll es das für heute gewesen sein mit der Bitte nochmal an euch. Schickt mir eure Lieblingsbiere, was könnte ich mal probieren und schickt mir vielleicht auch Quellenangaben dazu, wo ich es dann kaufen kann. Ich muss es mir ja meistens irgendwo bestellen und dann ist es immer gut zu wissen, wo ich es auch herbekommen kann. Dann soll es für heute gewesen sein. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich bin raus. Wir sehen uns morgen. Bis dahin. Tschüss, Papa. Servus, Prost und Ahoi. Cheers.